Hallo, liebe Schülerinnen und Schüler. Dieses Lernvideo heißt 4 gewinnt. Und damit ist nicht das Spiel gemeint, das du sicherlich kennst. Und auch nicht die Zahl 4, die den Mitspieler mit der Farbe Blau 1, 2, 3, 4 gewinnen lässt. 4 gewinnt. Kann ein Spruch in Mathematik sein, der dir hilft, im Rechnen schneller zu werden. Denn bei Plus und Minus gehören 4 Aufgaben immer fest zusammen. Das ist das 4 gewinnt Aufgabenteam. Welche 4 Aufgaben sind gemeint? Du weißt bereits im Schlaf, dass 5 plus 3 richtig 8 ergibt. Dann solltest du eigentlich auch sofort das Ergebnis von 3 plus 5 wissen. Das ist auch 8. Denn 3 plus 5 und 5 plus 3 sind Tauschaufgaben. Und Tauschaufgaben haben immer das gleiche Ergebnis. Zu jeder Aufgabe gibt es noch eine Umkehraufgabe. Umkehraufgaben. Was war das gleich wieder? Ach ja, Umkehraufgaben sind Rechnungen, die Aufgaben wieder rückgängig machen. Beim Ergebnis wird umgekehrt, daher kommt ihr Name. Du suchst also die Umkehraufgabe zu 5 plus 3 ist gleich 8. Dazu kehrst du beim Ergebnis um. Sammle alle Zahlen in umgekehrter Reihenfolge ein. 8, 3 und 5. Du trennst mit dem Ist-Gleich-Zeichen das Ergebnis ab und setzt es vor die Zahl 5. Der Rückweg führt in die umgekehrte Richtung. Deshalb kehrt sich auch das Rechenzeichen um. Aus dem Pluszeichen wird Minus. Also 8 minus 3 ist gleich 5. Jetzt bilden wir die Umkehraufgabe zu 3 plus 5 ist gleich 8. Wieder schreibst du die Zahlen der Aufgabe in der umgekehrten Reihenfolge auf, also 8, 5 und 3. Wieder trennst du das Ergebnis mit dem Ist-Gleichzeichen ab. Ist gleich 3. Nun kehrst du noch das Rechenzeichen um. Aus dem Plus wird ein Minus. Hier kommt ein zweites Beispiel für ein 4-Gewinnt-Aufgabenteam. Es ist eine Rechnung aus dem Zahlenbereich des zweiten Zehners und heißt 14 plus 2 ist gleich 16. Du bildest die Tauschaufgabe und denkst daran, dass Aufgabe und Tauschaufgabe das gleiche Ergebnis haben. Also 2 plus 14 ist gleich 16. Nun bilden wir zu jeder der beiden Aufgaben noch die Umkehraufgaben. Aus 14 plus 2 ist gleich 16, wird die Zahlenreihe 16, 2 und 14. Das ist gleich vor dem Ergebnis und aus dem Plus 2 wird ein Minus 2. Die Umkehraufgabe zu 2 plus 14 ist gleich 16 lautet 16 minus 14 ist gleich 2. Wer das 4 gewinnt Aufgabenteam zu jeder Plus- oder Minusaufgabe bilden kann, der tut sich in Mathematik viel leichter. Also übe tüchtig. Lasse dir von einem Erwachsenen zwischendurch immer wieder eine Aufgabe stellen. Du nennst dann die anderen 3 Aufgaben, die zum 4-Gewinn-Team der Beispielaufgabe gehören. Viel Erfolg!